kennen das wahrscheinlich, dass man immer mal Phasen hat, wo man es vielleicht nicht so oft schafft, rauszugehen, in die Natur zu gehen, sich Zeit für sich zu nehmen, die Natur zu genießen. Auch wenn ich immer wieder sage, geht mehr raus. Aber bei den meisten kommen doch immer wieder Phasen, wo sie es eben einfach mal nicht schaffen. Aber das muss gar nicht so schlimm sein, denn alles, was ist, ist auch in dir. Und so auch zum Beispiel Kraftorte, Kraftplätze. Wenn es einen bestimmten Ort in der Natur gibt, den du ganz toll findest, der dir ganz viel Kraft gibt, ganz viel Liebe und Ruhe gibt, wenn es vielleicht einen besonderen Baum gibt oder so, dann trägst du den auch in dir. Vor allem, wenn du schon mal da warst und dich verbunden hast mit diesem Ort oder diesem Baum, dann kannst du immer wieder auf den zugreifen und kannst dich immer an ihn erinnern und trägst diese Verbundenheit in dir. Und somit kannst du auch, wenn du im Bett liegst, wenn du am Schreibtisch sitzt, wenn du im Büro sitzt, auf diesen Kraftort zugreifen, kannst dir die Energie daher zunutze machen, kannst dich mit ihm verbinden, kannst den Baum umarmen, mit ihm reden, seinen Rat holen. Es ist einfach nur eine Sache der Übung und des Sich-Öffnens. Und wenn du da wirklich mal in dich hineinlauscht, dann wirst du merken, dass alles, was es im Außen gibt, auch in dir ist. Also auch wenn du vom Stress vielleicht mal überrannt wirst oder krank im Bett liegst, so kann ein Teil von dir dennoch ja überall sein. Denn alles ist in dir.